zum Sieg. Mark, wie kannst du es wagen, hierher zu kommen? Dein Schüler hat unsere Brüder zum Krieg gegen das Kaiserreich aufgewiegelt. K'gar ist von mir und unserer Bruderschaft davongelaufen. Und ich bin gekommen, um seine Untaten zu untersuchen. Ich glaube dir. Du warst immer unser Freund. Der rebellische Schamane schart eine Armee für einen Feldzug gegen die Länder der Menschen um sich. Viele berühmte Krieger, vor allem aus Shulok und Larbok, sind bereits zu ihm gestoßen. Aber was ist mit den Opferaltaren geschehen? Wir haben einen menschlichen Magier in schwarzer Kleidung bei eurem Altar gesehen. Unsere Bergarbeiter berichten, dass eine Rauchwolke über den Altaren des Tales erschienen ist. Sie dachten, sie sei ein Omen für große Veränderungen. Aber was macht dieser Magier mit unserem Altar? Wir glauben, dass der Rauch den Wahnsinn unter euren Kriegern bewirkt. Und der Magier versuchte, den Altar eurer Gemeinde zu schänden. Aber wir haben ihn verjagt. Jetzt müssen wir noch die anderen Altare des Tales vom Fluch befreien. Ich habe mich gefragt, wie man Altäre läutern kann, ohne sie zu zerstören. Meiner Meinung nach gibt es eine Möglichkeit. Ich bleibe im Ort und bereite einen Trank, der jeden entfernt. Aber dafür brauche ich Zeit. Großartig. In der Zwischenzeit werde ich das umliegende Gelände erkunden. Vielleicht braucht jemand meine Hilfe. Ich habe immer davon geträumt, unbekannte Einöden zu erkunden. Deswegen sind wir wohl Magier geworden. Was? Ja, wartet auf die Fertigstellung des Tranks. So, können wir euch... Ihr könnt nur in einer Stadt der gleichen Rasse wie die Truppe Krieger der Truppe anheuern. Ja, okay. Das heißt, hier könnten wir jetzt Orks anheuern. Wir können auf jeden Fall die Höhle zerstören. Und die Steine verkaufen. Jawohl, Herr. So, Aufträge. Höhle-Krypta zerstören. Wir machen wieder die Aufträge aus. Zerstört Höhle Ahnenkrypta und wir geben euch 300 Gold. Kriegt Mark Braut einen magischen Trank, der die antiken Altare der Ork vor sämtlichen Flüchen befreit. Seit vielen Jahren schon waren hier keine Repräsentanten des Kaisers mehr. Es ist höchste Zeit, sich ein Behut zu sehen. Vielleicht findet ihr etwas von Interesse. Also ja, die Krypta. Wir haben hier noch ein bisschen Holz. Und Steine. Was? Also ja, sollten wir jetzt Truppen verlieren, können wir... Also hier hinten kommen wir nirgends rum zu der Höhle. Durch den Sumpf kommen wir auch nicht, das heißt, wir müssen den langen Weg gehen. Während halt der Trank gebraut wird. Dann werden wir erst auf der Seite wahrscheinlich den Altar läutern. Also ja, hier in der Mühle gibt's Nahrung. Und da holen die Orks jetzt Nahrung. Hier können wir nicht über den Fluss, wir können nur über die, bei der Brücke und bei dem anderen. Also gucken wir uns mal hier in dem Gebiet südlich der Stadt um. Hier oben ist nämlich zum Beispiel eine Skelettkrypta. Das sollte kein Problem sein für unsere Armee. Ist das da hinten eine Goblinstadt, weil da eine Goblin-Karawane unterwegs ist? Also ja, die hätten wir sogar zerstören können, die Goblin-Karawane.
jetzt stürmen gleich die Defender auch noch raus. Schon erledigt. Bereit. Das da hinten sieht wieder aus wie ein Arcana-Altar. Entweder das oder... Ja doch, das ist ein Arcana-Altar. Das sind Leibeigene von den Ork-Freunden. Ich kann jetzt aber auch im Zauberbuch mal das hier lernen. Dann können wir nämlich auf jeden Fall die Giftklinge mal lernen, wenn wir sie brauchen. Hier ist ein Steinbruch, da sind die Orks unterwegs hin. Hier ist auf jeden Fall eine große Krypta und hier drüben ist die Krypta, die wir zerstören sollen irgendwo. Oh, hi. Orktruppen. Angreifer und Kämpfer. Also die Namen der Ork-Truppen sind nicht sonderlich... Euer Feind ist mein Feind. Gibt's da hinten auch noch einen Weg rein? Sieht nicht danach aus. Also gut, dann gucken wir uns erstmal hier die Krypta an. Oh, das ist die Karawane. Okay, was immer das auch ist, wir können es noch nicht benutzen. Was okay ist. Wir sind auf jeden Fall die Goblin-Karawane losgeworden. Hat aber niemand was dabei. Also ja, das Gebiet hier werden wir uns auf jeden Fall angucken können. Ups, das wollte ich nicht. Wir können, glaube ich, dann auch da hinten... Nein, können wir nicht wieder raus. Wir müssen hier wieder raus und können da hinten zu der Naturquelle.
Das ist die Ahnenkrypta, die wir zerstören sollen. Da ist sogar nicht viel drin, wenn ich richtig sehe. Ja, nur zwei Angreifer-Squads, kleine Skelette und ein Verteidiger-Squad, kleine Skelette. Ja, kein Problem. Schon erledigt. Ich. Ja, ich gehe. Ja. Wir dienen dem Kaiserreich. Euer Kommando. Ja. Ja. Ja, Sir. Auf zum Sieg. Schon erledigt. So, die sind aufgestiegen. Jetzt könnten wir Angreifer und Schamanen da holen. Wir dienen dem Kaiserreich. Das Ding nur, ja, das kann nur eine Stufe aufsteigen, so wie es aussieht. Bereit. Ja. Ja. Mehr. Ja. Was? So, steigern wir mal ganz langsam unser Mana auf 350 jetzt. Hier gibt es noch eine Höhle und da oben gibt es die Naturquelle und dann war es das, glaube ich, hier sogar schon. Oh ne, Zombies. Zombies sind nicht schick. Und? Schon erledigt. Schon erledigt. So, die Zombies erledigen, bevor da noch mehr rauskommen. Euer Feind ist mein Feind. Wir dienen dem Kaiserreich. Jawohl, Herr. Ich gehe. Ja, tötet sie alle. Bereit. Kein Problem. Kein Problem. Schon erledigt. Holz und... Jawohl, Herr. Gold. Keine Ahnung, wer bei dieser Naturheilquelle lebt. Hm, 450. Ich sehe nur eine Naturmagiequelle und einen Fakultenius. Oh, was ist das für eine Kappe? Steigert die Bewegungsgeschwindigkeit. Euer Feind ist mein Feind. Das sollte dann so ein Magier mit Vergnügen nehmen.